Servus, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von der Escapist. Ich wollte schon The Walking Dead sagen, aber es ist das normale The Escapist. Und ich brauche jetzt erstmal eine Tasse. Und ich habe wieder Bock aufzunehmen. Klar, man hat immer Bock auf Escapist. Und es ist wieder am selben Tag, wie ich den letzten Part aufgenommen habe und die anderen zwei. Also ich habe danach wieder Bock bekommen. Und Schokolade! Eigentlich kann man eine Ersatzschokolade schon mal mitnehmen. Einfach so, just for the Prinzip. Prinzip hier. Ah, ich nehme die einfach jetzt einfach immer mit. So. Okay, naja. Geh mal zum Morgenappell. Aber ich brauche auf jeden Fall eine Tasse oder sowas. Eine Tasse wäre nicht schlecht. Oh, mein Rücken. Oh. Werde ich denn jetzt untersucht oder was? Wer wird untersucht? Wie viel haben wir überhaupt? Schon zwei, ja? Oh. So, werde ich eigentlich untersucht? Ich will es mal wissen. Unechter Schuh, geil. Oh, ich krieg die Kamera nie gescheit down. Ist das gut? Ist das cool? Oh, Freunde, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich werde es auf jeden Fall hier da lassen. Ich lasse es da. Das ist vielleicht sehr, sehr wichtig werden oder sowas. Ich weiß es nicht. Nein, ich will den Besen nicht. Den Mob. Oh, jetzt muss ich wieder den ganzen Dreck wegwischen, obwohl ich nicht mal weiß, wo der ist. Das ist so kacke. Jungs, das ist nicht so geil. Ich finde hier keinen Dreck, Mann. Hier ist weit und breit kein Dreck. Wie soll ich den Dreck wegmachen, wenn hier nichts Dreck ist? Da ist einfach gar nichts. Willst du mich verarschen, Spiel? Ja, toll, wieder nicht geschafft. Weil ich nicht weiß, wo dieser scheiß Dreck hier ist, Mann. Was soll ich das wissen? Das ist so scheiße. Hausmeister ist hier komplett für den Arsch. Hier ist Dreck, ja toll! Hier ist Sperrgebiet! Verdammte Scheiße! Ja, geil, nicht geschafft! Super gemacht! So eine Scheiße! Meine Fresse, ey, ist das Kacke! Oh, dankeschön, dass du mich da raushältst. Muss echt nett sein. Tasse. Brauche ich. So, jetzt will jemand zweimal morgen ab. Nee. Bei Hofgang und bei.
Okay. Beim Morgenappell und Hofgang wollen die Ablenkung. Ich brauche jetzt erstmal eine Tasse. Eine Tasse ist immer wichtig für mich. Eine Tasse, das wäre nicht schlecht. Batterie. Braucht hier jemand doch die Batterie? Nimm jetzt einfach mal mit. Batterie an Muren. Okay, wenn ich den sehe, dann gebe ich ihm das. So, Prowler, du hast ja bestimmt irgendwas. Sieht nicht so aus. Sehen die mich hier überhaupt? Wie sehen die mich hier? Ja, du bekommst auf jeden Fall deine Batterie, Mohren. Crane bist du. Du bist Crane. Du bist mir aber richtig Rain. Mohren. Wo ist dieser Mohren? Dieser Möhrensohn. Wo ist der Typ? Möhren! Dieses Kind. Möhrensohn, wo bist du? Ah, Mohren, Bro, was geht? Du wolltest doch die Batterie haben. Schön. Entwendermagazin vom Mohren. Hat er das vielleicht noch? Oder hat er das vielleicht reingetan? Er hat es auf jeden Fall betäubt. Zumindest die Kamera betäubt. So, ich höre hier eine Schlägerei. Crane, du bist mir Rain, weil du nichts hast. Was dich ausmacht. Beim Armessen muss ich nichts machen, oder? Ich werde jetzt mal meine Intelligenz steigern lassen. Die ist auf 49 gesunken. Ich bringe die jetzt auf 50 oder sowas. Ich werde jetzt mal meinen Hausmeisterjob. Was war ich? Oh, fuck you, man. Dann lese ich halt eine Runde. Ja, chill. Mann! Im Hofgang soll ich Krawall machen. 25 Euro. Schön. Bisschen Geld verdient. Ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt keinen Krawall mehr beim Morgen, beim Hofgang. Einfach, weil es wichtig ist, dass ich jetzt mich auch ein bisschen mal in der Stärke verbessere. Ich habe echt keine gute Stärke. Ich sterbe hier fast nach einem Schlag. Ich habe 8 Gesundheit. Oh, da ist jemand geschlagen worden. Du hast nichts. Genau, bringt mir das. Ich bin auch gerade arbeitslos. Das ist nicht cool. Ich scheiß jetzt aufs Duschen, ich gehe lernen hier. So, Intelligenz auf 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Oder? 58. 59. Und die 60. Ich mach's jetzt auf 65. Und dann chillen wir unsere Base. Wer verprügelt sich da gerade? Warum nicht? Ich habe eine Kelle bekommen. Es könnte uns doch was nützen mal. Dann habe ich die schon mal. Aber wo tue ich das ganze illegale Zeug hin? Es gibt hier anscheinend keinen Platz, so richtig.
Ich mache aus vielen illegalen Sachen jetzt wirklich mal was Legales. So, wenn ich die mal brauche, dann habe ich die schon mal. So, ich habe ja wie gesagt immer noch ein Klebeband für die Spitzhacke. Ich kann ja auch, so gesehen kann ich eigentlich auch... Stimmt, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich könnte so gesehen... das Multitool machen. Stimmt, das könnte eigentlich auch gehen. Aber ich versuche es nicht unbedingt, das zu machen. Ich will eigentlich nur eine Spitzhacke, glaube ich, eher. Aber ich kann es klar machen. Das geht. Das müsste eigentlich auch gehen. So, Schokolade, blab. Muan hat doch irgendetwas gehabt. Aber der trägt es, glaube ich, bei sich oder so. Laceboy, was geht? Ach, das ist auch nichts. Hat sich jemand hier verprügelt? Ich höre nichts. Ich höre nichts. Das ist so eine geile Mucke. Richtig geile Mucke. Ich liebe diese Musik. Oh, richtig geile Mucke, Freunde. Oh. Ich bin ein wenig müde. Auch immer ist es 2 Uhr. Also nicht nachts, sondern mittags. Keine Ahnung warum. Chen, chill. Chin, chill. Chin, Chen. Chill, Chen. Laceboy in Moan. Du bist durchsucht, Diggi. Laceboy. Du bist durchsucht. Wieder nichts erreicht, ey. Das ist krass. Wie ich einfach nichts bekomme. Eine Tasse wäre nicht schlecht, ne? Was wäre doch schon? Was bräuchte ich noch? Das ist eigentlich geil, ich hab alles. Ich hab alles außer eine Tasse. Das ist doch crank. Aber diesen Tag machen wir auf jeden Fall noch. So, Intelligenz ist 69. 69. So, schnell, 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 schnell. Ach, die sehen mich immer. Das ist doch kacke. So, jetzt mach ich es ein bisschen schnell. Oh, Bombenüberraschung. Ich weiß nicht, was das bringt. Betäubungsstift werde ich jetzt erstmal ausrüsten. Warum nicht? Ich weiß nicht, was die Bombenüberraschung bringt. Schneidelaseruhr. Wie geil! Wisst ihr was? Diese Kisten und so weiter, die kann ich immer mitnehmen. Kein Ding. Alter, eine Schneidelaseruhr, wie geil! Kontrollierst du mein Zimmer? Wer wird da mein Zimmer kontrollieren?
Bleib jetzt erstmal hier. Jetzt doch. Der hat ein Klo. Warum hat der ein Klo? Und wieso habe ich gar keins? Sonst habe ich alles hier, ne? Perfekt. Ich kann es in deren Klo tun. In deren Toiletten rein. Okay, das ist eigentlich ziemlich nice. Ich weiß aber nicht, wann der mich ungefähr kontrollieren wird. Oder wenn ich überhaupt kontrolliert werde. Ich glaube, bis 10 Uhr müsste eigentlich immer da sein. Kisten kriege ich überall her, also chillt mal eure Base. Da brauche ich das auch überhaupt gar nicht. Ja, komm, tötet mich. Ich habe eh keine Chance auszuweichen. Entferne Magazin vom Mohren. Ich hoffe, du hast es jetzt. Das wäre cool. Oh, fuck you. Donut. Warum nicht? Ich liebe diese Musik. Die ist so geil. Oh, Madiga. Oh. Schöne Musik. Ich liebe diese Musik, die ist so schön, die ist so richtig geil. Was willst du haben, Brawler? Morgenappell. Klar kann ich sowas machen, aber ich habe überhaupt keine Stärke. Ich werde wohl ein bisschen meine Stärke jetzt aufrüsten. Muss ich. Ich muss es. Ansonsten. So, also, let's go. Ein bisschen working. Hard working machen. So. Okay, Stärke auf 24 gebracht. Ist nicht mal so schlecht, aber es ist halt immer noch schwach. Aber ich finde die Augenbraue so cool. Hängt da so voll raus. Okay, ich kann chillen. Ich werde nicht durchsucht. Bücherregal, let's go. Schokolade, habe ich noch Schokolade? Ich glaube, ich habe noch ein paar Schokolade, oder? Kann das sein? Meine Müdigkeit ist saugehoch. Ich werde jetzt mal duschen gehen. Wo ist die Dusche? Hier. Ein bisschen duschen. Trainieren. So. So, genug getrainiert.
Gut, dann suche ich jetzt wirklich nach einer Tasse. Tasse ist wirklich das einzige Item, was ich brauche. Gerade. Kann ich eigentlich schön weitermachen. Wie gehabt. So, Pierce, hast du was? Digga, nur eine Zahnpasta. Das ist zum Betäuben ziemlich geil. Für die Kameras. Eine Pfeile, nee. Wofür? Ich habe jetzt die Schneidelaseruhr. Und ich habe eine brüchige Schneider. Da brauche ich jetzt unbedingt die Pfeile. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas schneiden müsste. Ich weiß es echt nicht. Brauche ich das überhaupt? Das ist halt das. Brauche ich überhaupt was zum Schneiden? Ich hätte eigentlich schon meine Pfeilen irgendwas... Ich hätte es nicht gebraucht, das Klebeband zu verschwenden. Das hätte ich nicht nötig gehabt. So, Prowler, was geht? Ich warte, bis du aufstehst. Okay, du verkaufst aber nichts Gescheites, mein Bro. Chill deine Base, Mann. Okay, perfekt. Weiter geht's, Lissa Boy. Du hast ein Brecheisen. Stimmt, Brecheisen brauchte ich auch noch. Morgenappell, Entfernermagazin von Morn, Entfernerradio von Hollandlanger Rolando. Wenn wieder Frühstück ist. Crane, was willst du? Sorry, Bro. Mach jetzt erstmal nicht, mache ich auch nicht. So, wenn Frühstück ist, wenn Morgenappell ist. Okay. Mein Frühstück oder was immer, Mann? Nix gut. Sorry, Freunde, ich muss jetzt aber gucken. Elbra. Stimmt, Elbra war hier oben. So, ich muss das jetzt mal gucken. Ich brauche das Brecheisen. Das wäre schon mal so ein Anfang, den ich dann hätte. Hurensohn! Nix hat der Bastard! Dann lösche ich diese Sache auch weg mit dir, du kleiner Huso. Blonde. War Blonde hier links? Ich glaube, Blonde war links dieses Mal. Duschen, kein Bock. Blonde kriegt den Job. Jawohl, Blonde. Ich hoffe, du hast es hier. Dankeschön, ich liebe dich. So, was bekomme ich jetzt? Wie viel bekomme ich das? Für wie viel bekomme ich das Brecheisen? Ich habe jetzt 83 Euro. Ich könnte mich jetzt eigentlich kaputt hauen lassen. Das wäre nicht am schlausten. Wer hatte die Sachen nochmal zu verkaufen? Ich weiß es nicht. Wer hatte dieses Brecheisen? Scheiße, ich habe nur noch 74! Reicht das? Ich hoffe mal. Fuck, wer hat das jetzt? Wer hatte das jetzt? Der Elbra? Für dein Angebot. Ich suche was Socke. Ja, das kann ich dir gleich geben. Dankeschön, perfekt. Geil, geil verdient. Noch sehr schnell. Und jetzt brauche ich dieses Brecheisen. Das wäre super. Richtig geil, oh Mari. Richtig geile Mucke. Ich liebe diese Mucke. Die ist so geil, oh Mari, go. Metallwerkstatt! Fick dich, ich will wieder rein! Du darfst wieder nicht rein! Vielleicht muss ich meine Stärke erhöhen oder sowas, ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Brauche ich da eine Stärke oder sowas für? ...32 habe ich. Wann bekomme ich diese Sache? Wann bekomme ich Metallwerkstatt, bitte? Das ist das Problem, da steht einfach nichts drauf. Vielleicht habe ich hier Glück und finde... ...als ob ich ein Brecheisen finde, aber... ...irgendwie finde ich vielleicht eine Tasse oder sowas. Tasse ist das einzige Wichtige noch. Was ich unbedingt brauche. Abendappell, Abendappell, Abendappell. Schnell, schnell. Ich gucke jetzt mal Murens Sachen durch. Okay, der hat nix. Dann haben die anderen auch nix. Da werde ich mich jetzt erstmal hier durchgucken. Morn. Schade, du hast es nicht, was ich brauche. Brecheisen hast du auch nicht. Naja, ich hab genug Geld dafür, also ist immer da. Was brauche ich bei der Metallwerkstatt? Ich check es nicht. Chill deine Base, Bro. Okay. Ich habe jetzt genug Geld für ein Brecheisen, das ist schon mal Fakt. Das speichere ich erstmal und ich mache noch diesen Tag auf jeden Fall. Hätte ich ja nicht noch voll Bock zu. Aber was brauche ich jetzt noch? Brecheisen, ne? Du hast nix. Brecheisen und eine Tasse. Das sind so die einzigen Sachen, die ich will. Bitte. Kochtes Essen, warum nicht? Chill! Ich hoffe, ich werde nicht durchsucht. Ich war gar nicht beim Morgenappell. Okay, bin am Arsch. Naja. Durch die Ausgangssperre ist ja, werde ich nicht durchsucht, glaube ich. Oh doch, werde ich trotzdem. Was ist verbuggt? Das ist verbuggt. Warum ist das jetzt verbuggt? Lol, verbuggt. Ich tauche jetzt mal kurz beim Morgenappell auf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt durchsucht werde. Darauf hätte ich jetzt gar keinen Bock. Aber ich will sowieso nachladen, weil das sieht hier verbuggt aus. Das sieht verbuggt aus. Klebeband, nicht schlecht. Nicht schlecht, Klebeband. Scharfes Tee-Tablett. Was bringt mir das? Was genau bringt mir das jetzt?
Jetzt tauche ich noch mal in letzter Sekunde auf. Ich war da, ihr könnt mir nichts sagen, ihr könnt mir gar nichts beweisen. Ich war da. Schön. Okay, dann gucke ich jetzt mal hier in der linken Seite mich mal um. Und es ist noch nichts aufgetaucht wie... Oh, illegale Sachen in deinem Ding hier. Ist nichts aufgetaucht, das ist schön. Und echter Schuh kann man eigentlich immer mitnehmen. Zahnpasta finde ich überall. So, perfekt. Zahnpasta finde ich wirklich überall. Das kriege ich, das ist kein Ding. Was ich aber brauche, ist auf jeden Fall... Oh, nur einen echten Schuh. Immer wieder. Das ist natürlich nie schlecht. Crafting-Schwärze. So. Brecheisen und Tasse. Ich finde einfach gar keine Tasse. Das ist das Blöde. Hier war doch ein Typ mit... Hä, du hast doch was verkauft davor. Naja, na egal. Egal. Oh, yeah, babe. Oh mein Gott! Chill! Und Digga, chill dein Leben. So, Tasse weiß ich, dass es, das wird nicht verkauft. Eine Tasse wird nicht verkauft. Brecheisen schon. Das heißt, Brecheisen muss ich auf jeden Fall kaufen. Und Tasse muss ich auf jeden Fall finden. Das ist aber das Problem, wo finde ich das? Die Kameras sind alle betäubt, das finde ich eigentlich relativ geil. Wieder mal. So, die Kamera, die sieht mich nicht, oder? Na klar sieht die mich, die geht nur nach rechts und nach links, aber natürlich sieht die mich dann. Freunde, ich kann nichts machen. Jetzt ernsthaft, ich kann nichts machen. Ich finde hier keine Tasse. Das ist doch blöd. Das ist doch schwachsinnig. Vielleicht erhöhe ich auch immer einfach meine Stärke so hoch, dass ich die zerficken kann. Oh, Jungs, lasst mich doch mal in Ruhe. Okay, jetzt könnt ihr mir gar nichts machen. Schön. Dann präsentiert mal alles. Crane und Walton. Ich bleibe jetzt hier. Ich habe viel zu hohe Alarmierung. Kein Bock, dass sie mich jetzt nochmal killen. Ihr Lumpen, seid doch nutzlos, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Kann ich den Bösewicht nicht irgendwie verprügeln? Wäre cool gewesen, dass ich den ausnahmsweise mal verprügeln kann. Ne? Wäre eigentlich cool gewesen. So, okay. Die ist immer noch betäubt. Ach, eine Tasse, die ist so schwer und selten. Das ist unmöglich. Eine zu finden, die ist einfach random. Richtig random gesetzt. Ich habe keine Ahnung, wann die kommt. Oh, das ist so kacke. Oh, deswegen hasse ich heiße Schokolade zu machen, weil man halt die Tasse nie findet. Oh, die ist so schwer. Seht ihr, da komme ich nur mit dem Brecheisen durch. Also so gesehen mit der Spitzhacke. Oh, ich habe noch keinen Brecheisen.
Okay. Arsch. Hä, was? Ich habe keine Gefallen mehr? Warum? Jetzt habe ich keine Gefallen mehr. Entweder Morgenappell ist. Sorry, du verlangst mir so viel. Ein Poster, bist du behindert? Okay, Freunde, das könnte doch Ewigkeiten dauern. Und das meine ich nicht mal ironisch oder so. Das dauert eine Ewigkeit. Ich habe nicht mal etwas geschafft hier. Nicht mal ein bisschen. Weil ich halt immer noch bei den einen Item da festsitze. Naja, Freunde, vielleicht haben wir im nächsten Part ein bisschen mehr Glück. Hoffe ich zumindest. Geld haben wir ja immer noch genug, also wir können immer noch was kaufen und so. So, was willst du? Hallo, was hast du für einen Gefallen, Bro? Der Typ ist doch bescheuert, Alter. Ohne Spaß. Der hat doch alle bescheuert geworden, oder? Was ist denn gleich los? Crane, hast du was Gescheites? Nee. So, Jungs, ich brauche auf jeden Fall einen Job, bräuchte ich. Oh mein Gott. Ja gut, ich kann keinen Job erstmal. Ich kann keinen Job nehmen. Ich kann mich auch gar nicht bewerben. Weil die Jobs schon vergeben sind. Oh mein Gott, ich würde es feiern, wenn ich jetzt endlich mal eine Tasse finden würde. Das wäre perfekt. Nix. Nix ist da. So ein Scheiß. Ich finde gar nichts. Null. Nada. Nieta. Chen. Das sind solche Lappen. Das sind solche richtige Lappen. Sind es eigentlich dieselben Items? Waren dieselben Items auch da? Ich glaube, der Pfeile war schon immer hier, oder? Ich glaube, wir bekommen im Laufe des Tages gar keine neuen Items. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Sieht nicht so aus, als hätte hier jemand eine Tasse. Oh, die Mucke ist so geil. Oh, du hast auch nichts. Oh, Junge, 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 was ist mit euch falsch? Dann intelligiere ich mich erstmal. Intelligieren. Nee. Ich mache mich ein bisschen schlauer. Oh, Jungs, Jungs, Jungs. So, von hier aus erstmal hier kommentieren, schön hinten legen. Oh. So, schön nach hinten lehnen. Ihr hört, glaube ich, gar keinen Unterschied, hoffe ich zumindest. Das wäre cool. Wenn doch, dann ist es auch nur ein geringer Unterschied. Oh. Nice. So, jetzt muss ich muss aber schnell wieder zurück. Ich weiß nicht, wofür dieses T-Tablet gut ist. Ich habe da echt gar keine Ahnung.
Wir werden jetzt durchsucht. Naja, Wayne. Da wird er eh erst am. Ja, wird richtig abends erst geprüft, aber bei der Nachtruhe kannst du schlafen, sodass dir nichts passiert. Es passiert dir nichts. Das ist das Coole dran und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier wieder, meine Freunde. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Part von The Escapists.